Also ich lieg gerade im Bett, ziemlich chillig hier. Habt ihr ein Hausschwein? F in den Scheißpunkt. Ja, würde ich aber auch mal ganz stark behaupten. Wir haben letztens auf Instagram geschrieben. Ja, nein, mit mir nicht. Doch. Jo, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Heute war ich mal wieder auf OmmeTV unterwegs und wir haben da einige Clips gesammelt, das sage ich euch. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall das ganze Video bis zum Schluss an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert sehr gerne diesen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten versuche ich euch heute mal gar nicht so lange zuzulabern. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Was denn? Du bist von TikTok live, Linus. Hä? Hey, was? Hörst du uns? Hallo? Hörst du uns? Nee. Digga! Nimmst du auf? Was nehme ich auf? TikTok. Ich kann schnell einen TikTok aufnehmen. Welchen Sound soll ich benutzen? Twerk Sound oder sowas? Kann ich gut. Geht's euch gut? Seid ihr gut in der Schule? Warte, geh doch mal in Einstellungen, du kannst ja da. Nee, geh nicht in Einstellungen. Nee, das funktioniert nicht mit Einstellungen. Nee, geh nicht in Einstellungen. Ey! Du bist ein TikToker! Oh mein Gott! Warum freut ihr euch jetzt gerade? Du bist ein TikToker! Ja, aber warum freut ihr euch da? Keine Ahnung. Das ist voll geil eigentlich. Ja, aber ihr wisst ja nicht mal, wie ich heiße oder so, oder? Trotzdem, wir kennen dich von TikTok. Freut ihr euch einfach so, wenn ihr Leute schon mal im Internet gesehen habt, sozusagen? Ja. Hä? Hä, wer? Wer ist das da hinten bei euch am Fenster? Dummköpfe. Hallo? Hallo? Bist du noch da? Ja? Da? Ja! Hä? Mein AirPods gerade leer gegangen? Nee, warte mal kurz. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Hä? Nee, Musik geht noch. Kann das sein, dass du irgendwo draufgekommen bist, weil du gerade geschrieben hast? Nein. Hallo? Hallo? Ey, kannst du mal was probieren? Ich glaube, vielleicht hat sich dein Mikrofon aufgehangen. Drück mal Steuerung und W gleichzeitig. W? Ja, Steuerung und W. You wanna sing me a song for my live stream? When the days are cold and the cards are fold and the saints we see are made of gold. When your dreams all fade and the ones we hate are the worst of all and the blood runs stale. I want a heart that's true, I want to shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Ich hab ne Frage. Nein? Wie seid ihr so in Biologie? Ja, doch an welches Thema? Also ich habe gerade ein spezielleres Thema und muss da einen Vortrag machen. Ich wollte euch eigentlich fragen, ob ihr mir da helfen könnt. Welches Thema? Es geht um Naturschönheiten und mir fehlen halt noch die Quellenangaben. Mhm. Und ich wollte euch einfach fragen, ob ihr mir vielleicht euer Instagram als Quellenangabe geben könntet. Das können wir tatsächlich. Dann wäre vielleicht mein Lehrer sogar überzeugt, mir doch eine einzugeben. Aber kann auch sein, dass er mir eine 10 von 10 gibt, weil das seid ja auch ihr. Oh. Bevor ich hier mit dem Gespräch anfange, die Bilder im Hintergrund. Was haben die zu bedeuten? Das da ist Lilly, das ist Lilly und das ist Lukas Rieger. Oh Gott, ich fasse das mal kurz zusammen. Ihr seid Single. Ja. Okay. Lilly, komm mal. Lilly, er ist ein Like, das ist nee, also den kenne ich ja. Die ist ja genauso hübsch wie ihr, die andere. Ah nee, warte, stopp, die hat einen Freund, ne? Ja, aber du bist voll sympathisch. Ja. Nicht so wie Vince. Habt ihr ein Hausschwein oder was war das? Die Leute haben gemeint, dass die in der Mitte so einige an Peppa Woods erinnert. Ja, Ausbildung. Wie alt bist du? Was denkst du? 16.
Ja, ich werde 17 lesen. Weiß ich jetzt nicht so. Hast du Real- oder Hauptschulabschluss gemacht? Oha, sehe ich so dumm aus. Naja, dumm jetzt nicht, ja, aber nicht so aber intelligent. Spaß, was machst du für eine Ausbildung? Erzieherin. Das passt dir gut. Ich bin zufällig ein böser Junge und ich muss mal erzogen werden. Kannst du mich dann auch gut erziehen? Natürlich, perfekt. Bekomme ich auch mal einen Klaps auf den Po, wenn ich mich nicht benehme? Nicht nur einen. Okay, jetzt wird's unangenehm. Ist es dein Bruder eigentlich? Nein. Nein. Ein Freund. Freund? Oha. Wieso nicht dein Freund? Meine Freundschaft wertvoller ist als eine Beziehung. F in den Scheiß. Ja, würde ich aber auch mal ganz stark behaupten. Also würdest du jetzt sagen, ihr seid Freunde und das ist auch beiderseitiger Willen? Ja. Der Mann lügt. Ich sag's auch vorher. Nein, also wirklich nicht. Klar, also for real, wenn ich wüsste, er würde was wollen oder wenn ich das merken würde, sagen wir es mal so, jetzt würde es mich halt nicht jucken, wenn ich mich vor ihm umziehe. Habe ich bestimmt schon getan, irgendwann in den letzten Jahren. Alles gut, nee, ich glaube auch nicht, dass der Mann, der will, glaube ich, nichts von dir. Zieh dich ruhig weiter vor dem um, das kannst du ruhig machen. Ich glaube, er will nichts von dir. Max, Bruder, du machst das gut, Digga. Das ist super. Er macht's wirklich gut. Er ist der einzige Junge unter drei Weibern. Bruder, und wir vertrauen ihm alle so 100%, wie ich gerade gesagt habe. Max, du bist der Beste, Max. Ich liebe dich, Bruder. Ich sag's offen und ehrlich. Er macht alles richtig, Leute. Kennst du ihn nicht? Hä? Kennst du mich nicht? Doch, also du kannst mich schon bekannt vor. Kannst du deine Brille runter, bitte? Doch, du müsstest mich kennen. Wir haben letztens auf Instagram geschrieben. Ja, nein, mit mir nicht. Doch, ich schwöre. Ey, ich schwöre auf alle. Nein. Ey, ich hab den Chat gelöscht. Kannst du nochmal sagen, wie du auf Instagram hießt? Ich weiß nicht, aber ich heiße xy.lin.xy. Ach nee, scheiße, das war's ja gar nicht, du. Ja, okay, aber alles gut, jetzt hab ich wenigstens dein Instagram. Warum hast du so ein Baustellendreieck in deinem Zimmer? Das hier? Ja. Ja, du musst wissen, auf Baustellen sind die Dinge ja dafür da, um so ein bisschen den Weg anzuzeigen, wo man lang muss. Und da ist halt mein Bett, ne? Und das soll euch signalisieren, da müsst ihr lang. Ja. Und wenn ihr dann da lang geht, dann lieg ich so im Bett. Kommt ihr rein? Hallo? Hi. Na, was geht? Gut, und dir? Ich bin nicht so eine, wollte ich nur kurz erwähnen, ja? Ich auch nicht. Ich bin nicht so eine. Was machst du gerade? Ich mache Oma und warte auf meine Freundin. Also ich lieg gerade im Bett, ziemlich chillig hier. Wenn du willst, kannst du dazukommen. Du brauchst ein ziemlich kleines Bett, muss ich zugeben. Zu zweit passen wir da rein, wir können kuscheln. Ich glaube, ich brauch viel Platz. Wo schläfst du heute Nacht? Bei mir. In der Schule wurde ich da oft geroastet. In der Schule wirst du geroastet? Wurde ich, weil ich schreibe halt auch so eigene Songs so und Ich habe relativ früh angefangen und dann wurde ich aber halt in Schule. Aber Digga, ich sag dir, also ich weiß nicht, vielleicht hast du auch die Einstellung, aber erstens ist es ultra cool, dass du dich probierst und ich finde, es klingt überhaupt nicht, dass du dich dafür schämen müsstest, dass irgendwie das kacke klingt oder irgendwas. Und anderes kann dir es eigentlich scheißegal sein, was die Leute sagen, weil vielleicht wird aus dir irgendwann mal was, wenn du hart dran arbeitest, weiter dran bleibst und so. Und dann kann dir das egal sein, was die gesagt haben. Und selbst wenn nicht, du hast probiert. Was haben die? Die haben nichts. Die sehen einfach nur auf dich herab und lachen dich aus, weil sie selber nichts haben, wo sie sagen können, da probiere ich mich so. Die suchen sich einfach nur das Opfer, weil sie mit sich selber nicht zufrieden sind. Bei mir war es damals genauso. Ich habe damals vor 4 Jahren YouTube angefangen. In der Schule haben ein paar Leute die Treppe runtergeschrien. Ist doch live Linus, so aus Joke. Ich hatte 200 Abonnenten. Haben sich über mich lustig gemacht. Heute gibt's ein paar kleine Kinder, die rumschreien, weil die mich abfacken. Aber das sind halt einfach nur welche, die meine Videos auch schauen und mich auch feiern. Und jetzt sagt keiner mehr was. Jetzt wollen sie bloß mit mir befreundet sein am Ende.